Vers 29. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, den ersten Vorfahren, der, umgeben von Millionen Wunschbäumen, in Reichen aus spirituellen Edelsteinen Kühe hütet, die alle Wünsche erfüllen, und dem Hunderttausende von Lakshmis bzw. Gopis mit großer Achtung und Zuneigung ohne Unterlass dienen. Erläuterung: Mit dem Wort Chintamani ist transzendentaler Edelstein gemeint. So wie Maya das materielle Universum aus den fünf Grundelementen erschafft, so hat die spirituelle Chit-Energie die spirituelle Welt aus transzendentalen Edelsteinen erschaffen. Der Chintamani, der für das Reich des höchsten Herrn von Goloka als Baumaterial dient, ist weitaus seltener und anmutiger als der Stein der Weisen. Gewöhnliche Wunschbäume tragen nur Früchte wie Frömmigkeit, Reichtum, Erfüllung von Begehren und Befreiung, aber die Wunschbäume im Reich Krishnas geben unzählige Früchte in Form von mannigfaltiger göttlicher Liebe. Kamadhenus, in Klammer wunscherfüllende Kühe, geben Milch, wenn sie gemolken werden. Doch den Kamadhenus von Goloka entströmen wahre Ozeane von Milch in Form einer Liebesfontäne, die transzendentale Glückseligkeit versprüht, welche alle reinen Gottgeweihten von Hunger und Durst befreit. Die Wörter Laksha und Sahasra Shata weisen auf eine unendliche Anzahl hin. Das Wort Sambrahma wird hier im Sinne von Sadara verwendet und bedeutet daher von Liebe erfüllt. Das Wort Lakshmi steht hier für Gopi. Adipurusha bedeutet er, der urerste Herr.